bin Adora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Lighthope, Madame Res und Cowan. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Los, ihr Roboter! Ladet das Getreide auf, beeilt euch! Hordak will nicht den ganzen Tag warten! Ihr stehlt unser Getreide! Ja, und das eurer Rebellenfreunde, willst du wohl sagen? Ist das ein gemeiner Strolch? Warum wehrt ihr euch nicht, so wie She-Ra es tun würde? Nicht so laut, sonst bringst du uns noch in Schwierigkeiten. Wir sind zu schwach, um uns gegen die Horde zu wehren. Na los, beeilt euch! Jetzt ist die nächste Scheune dran. Hordak wartet auf uns. Du hast Angst vor ihnen, Mutter. Wir bauen hier das Getreide für die Rebellen an, Lena. Was anderes können wir leider nicht tun. Komm. She-Ra hat keine Angst vor den Hordes. Ich werde sie jetzt suchen und mich den Rebellen anschließen. Modulok! Es sieht so aus, als würden Hordaks Männer eine Absaugvorrichtung benutzen und damit alle Kornsilos plündern. Ich sollte wohl besser versuchen, She-Ra zu Hilfe zu holen. Sie wird mit ihnen fertig. Wir sollten uns nicht trennen, das könnte gefährlich werden. Lass mich das in die Hand nehmen. Warte, Bo. Wir können es nicht mit zu vielen aufnehmen. Auch She-Ra würde hier vorsichtig sein. Das glaubst auch nur du, Adora. Ich sage, She-Ra hätte keine Angst vor Modulok. Und ich habe auch keine. Rebellen. Vielleicht finden wir hier Unterstützung. Keine Menschenseele. Außer denen da oben, Bo. Ergreift sie! Mir wird schwindelig. Sieht so aus, als hätten wir ein neues Spiel erfunden, Bo. Der Roboterkreisel. Na? Ganz ruhig, Adora. Um die kümmere ich mich. Entschuldigung,
Könnt ihr mir sagen, wie ich zu den Whispering Woods komme? Was willst du denn dort, Kleine? Ich muss She-Ra finden, die Prinzessin der Macht. Hm, und schon wieder ist She-Ra gefragt. Nun, vielleicht könnte ich dir ja helfen. Wie heißt du denn, Kleine? Lina, aber du kannst mir nicht helfen. Du bist ja nur eine ganz gewöhnliche Frau. Was, willst du denn von She-Ra, Lina? Naja, sie ist stark und tapfer und hat keine Angst vor den Hordes. Sie ist so wie ich. Oh, nein. Halt du die Roboter in Schach. Ich suche Lina, bevor sie in Gefahr gerät. Aber sei auf der Hut. Hast du ein kleines Mädchen vorbeilaufen sehen, Spirit? Ja, das habe ich gesehen. Und die Kleine schien es ziemlich eilig zu haben. Für die Ehre von Grayskull! Komm, Swiftwind. Wir müssen dieses Kind finden, ehe es in Gefahr gerät. Hier wird es bald sehr viele hungrige Menschen geben, Modulok. Ja! Und hungrige Menschen werden uns viel eher gehorchen. Oder sie werden sterben. Die beiden haben wir erwischt, als sie hier herumschnüffelten. Das sind zweifellos Spione der Rebellen. Aber wir haben doch nur unsere Tochter gesucht und... Los, sperrt sie in den Käfig. Wir werden diesen Einheimischen schon abgewöhnen, die Hordes zu bespitzeln. Edora! Lina! Edora! Wo sind sie nur? She-Ra hatte keine Angst. She-Ra hatte keine Angst. She-Ra hatte keine... Ich helfe dir! Nein, She-Ra soll kommen! She-Ra? Tut mir leid, du wirst mit mir vorlieb nehmen müssen, denn She-Ra ist leider nicht hier. Hat jemand nach mir verlangt? She-Ra! Ich wusste, du würdest kommen! Die Brücke wird gleich abstürzen, ich muss sie da runterholen. Swiftwind, du wartest besser hier, dein Flügelschlag könnte die Brücke noch mehr gefährden. Kannst du einen Pfeil mit einem Seil in diesen Felsen dort schießen? Mein Diamantpfeil schafft das leicht. Und nun kommt mein Drahtseilakt. Hilfe! Lina, lass einfach los, ich fang dich auf. Aber ich habe Angst. Du wolltest, dass ich komme, jetzt musst du mir auch vertrauen. Puh, das war sehr knapp. Vielen Dank, She-Ra. Wirst du jetzt ins Dorf zurückkehren und gegen die bösen Soldaten kämpfen? Nun, wenn es unbedingt sein muss. Aber wir müssen das Getreide in Sicherheit bringen, sonst müssen bald sehr viele Menschen hungern. She-Ra, die Hordes! Und Edora ist noch im Dorf! Wirst du die Hordes jetzt verjagen, She-Ra? Nein, damit würde ich dich in Gefahr bringen, Lina. Die Schlucht ist zu breit. Arrow schafft es nicht, hinüberzuspringen. Lass mich nur machen! Swiftwing, flieg runter!
Ich halte die Brücke fest. Reite rüber. Das dürfte die Hordes aufhalten. Die Brücke werde ich später reparieren. She-Ra, sieh mal, wer da kommt! Da unten sind sie! She-Ra, die kommen auf uns zu! Flieg los, Swifty! Angst, Lina, die kriegen uns nicht. Schwert zu Schild! Wow! Von She-Ra gerettet zu werden und dann durch die Lüfte zu fliegen, das werden mir meine Freunde nie glauben, wenn ich ihnen das erzähle. Unsere ungebetenen Gäste werden gleich eine Überraschung erleben. Die Whispering Woods werden niemanden eindringen lassen, der böse ist. Die Bäume werden ihnen den Weg versperren. Na, passt auf! Die Bäume stellen sich uns in den Weg! Das werden die mir büßen, bitter büßen. Bedora, du bist zurück. Wir haben gerade eine Nachricht aus dem Dorf erhalten. Modulok hat alle Silos geplündert und Leute gefangen genommen. Ich wusste es. Wir müssen sofort zurückschlagen. Nein, Bo, das wäre nicht sehr klug. Wir müssen das vorsichtig planen und den Triggets sagen, sie sollen ihre Wagen mitnehmen. Wagen? So ein Unsinn. Überlass das nur mir und She-Ra. Wir holen uns das Getreide schon zurück. Ja, ich will mit She-Ra mitreiten. Sie wird es den Robotern zeigen. Sei da nicht so sicher, Lina. She-Ra ist lange nicht so brutal, wie du denkst. Entschuldige, Adora, aber woher weißt du so viel über She-Ra? Sie ist doch ganz anders als du. Du hast Angst vor den Hordes. Genau wie meine Mutter. Na schön, ganz wie ihr wollt. Dann werde ich eben She-Ra suchen. Ich habe ein Problem, Spirit. Hoffen wir, dass She-Ra es lösen kann. Für die Ehre von Grayskull! Das ist das Haus meiner Eltern. Aber komisch. Sie sind sonst immer zu Hause. Ich schau mal im Haus nach. Modulok hat deine Eltern mitgenommen. Oh nein! Er behauptet, sie seien Spione der Rebellen. Entschuldige, She-Ra. Ich will eigentlich nicht weinen. Du kannst ruhig weinen, Lina. Keine Sorge, wir finden sie. Die Spuren hier sind noch ziemlich frisch. Du bleibst hier, wir werden sie verfolgen. Nein, ich will nicht hier bleiben. Ich will mitkommen. Tut mir leid, aber ich möchte kein unnötiges Risiko eingehen. Modulok würde nicht davor zurückschrecken, auch ein Kind einzusperren. Schreckenszone erreicht, Modulok. Ausgezeichnet. Gut. Hordak dürfte mir sehr dankbar sein, dass unsere Mission so überaus erfolgreich verlaufen ist. Er hat keinen Grund, sich zu beklagen. Da ist dieser Rebell ja schon wieder der Bogenschütze. Ein sehr guter Schuss, Bo. Jetzt werde ich übernehmen.
denn jetzt los? Was hat das zu bedeuten? Helmi, She-Ra hat die Panzerwagen angehalten. Worauf wartet ihr noch, ihr Versager? Schnappt sie euch endlich! Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Dann wird es höchste Zeit, dass wir das tun, was getan werden muss. Ich glaube, dass She-Ra immer die Dinge übernimmt, die ihr am meisten Spaß machen. Oh oh. Lina, was machst du denn hier? Ich will She-Ra doch helfen. Schnell, Arrow, wir müssen sie ablenken. Oh je, wenn Bo nicht gewesen wäre, hätten uns die Soldaten bestimmt erwischt, Pinky. Hey, hier bin ich! Entschuldige, dass ich dir in die Quere gekommen bin, Bo. She-Ra hatte recht. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Na, wo du schon mal hier bist, kannst du uns helfen, das Getreide zurückzuschaffen. Aber erstmal werde ich deine Eltern befreien. Du hast uns zwar gefangen genommen, Modulok, aber bedenke, dass dir She-Ra noch auf den Fersen ist. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig darauf, ihr bald gegenüberzustehen. Und wenn es soweit ist, habe ich eine kleine Überraschung für sie. Was für eine Modulok. Ich liebe nämlich Überraschungen. Na, dann bereite dich mal seelisch darauf vor, dich gegen meinen Konverter zu verteidigen. Ich schaffe es nicht. Deine Kräfte sind jetzt gegen dich gerichtet. Lass sofort meine Freundin in Ruhe, du gemeiner Kerl. Schau, da ist ja Lina. Na, warte. Hörst du auf, du freches Gör? Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Rühr sie nicht an, Modulok. Edora! Edora? She-Ra habe ich mit meinem Kraftkonverter ausgeschaltet. Ja, so einfach geht das. Glaubst du denn, eine normale Frau wie du und dein kleines Mädchen sind in der Lage, mir irgendetwas anzuhaben? Lassen wir es doch auf einen Versuch ankommen. Wow! Komisch, ihr Verbrecher lernt aber auch nie dazu. Siehst du, Modulok? So wie du She-Ras Kräfte gegen sie gerichtet hast, wird eine normale Frau wie ich deine Kräfte ebenso gegen dich richten. Es ist dir einmal gelungen, mir zu entwischen, aber kein zweites Mal, klar? Geht lieber in Deckung und haltet euch bereit. Oh, du aufsässige Rebellen. Jetzt kannst du mit dem Leben abschließen, denn du wirst den ganzen Zorn von Modulok zu spüren bekommen. Jetzt! Schluss jetzt, du widerliche Kreatur! Ich muss mich wieder in She-Ra verwandeln. Mutter! Achtung! Oh, Mutter! Du warst so mutig. Und du auch, Vater. Naja, diesem Kerl musste einer noch mal Manieren beibringen. Der wird sich hüten, sich noch einmal mit mir anzulegen. She-Ra! Du bist zurückgekommen! Ich konnte doch meine kleine Freundin nicht im Stich lassen. Aber eine neue Freundschaft hast du auch geschlossen mit Edora. Aha, sie ist toll! Und sie ist fast genauso stark wie du. Und Edora verfügt über noch größere Kräfte als ich und du auch.
Ich? Wie meinst du das? Du bist stark, weil du liebst, vertraust und gut bist. Das zeichnet dich schon jetzt aus, Lina. Und wenn du groß bist, wirst du merken, dass du alles schaffen kannst, so wie ich. Oder besser noch, so wie du. Hallo Kinder, ich bin's, Loki. Habt ihr gesehen, wo ich mich heute versteckt hatte? Wenn nicht, schaut nochmal. Habt ihr mich jetzt entdeckt? Hier bin ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin doch immer wieder verblüfft, welche körperlichen Kräfte She-Ra hat. Ja, aber sie hat auch noch andere Stärken. Liebe, Freundlichkeit und Fairness. Habt ihr denn das schon mal als Stärken angesehen? Doch, es sind Stärken. Die wirken bei She-Ra und sie wirken natürlich auch bei euch.